Na, das war ja wieder klar im Casino-Kapitalismus. Jetzt kommt der Olle Bayer und will den Monsanto übernehmen und dann füttern sie uns wieder ihr Giftessen und wir brauchen dann wieder der Aspirin, um das zu schlucken. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Korb, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon, das ist Jonathan Neuschler und der Wind weht so richtig kräftig heute hier, genau wie an der Börse, wo es ja um das Thema Bayer und Monsanto geht. Alle Leute reden die ganze Zeit darüber, was ist eigentlich da los mit dieser Übernahme, was ist da dran, könnt ihr uns nicht mal ein bisschen aufklären zu den Fakten, zu den Daten und was weiß man eigentlich überhaupt schon, und deswegen machen wir heute ein spannendes Video dazu. Aber bevor wir loslegen, wollten wir noch einen kleinen Disclaimer mit euch teilen, weil wir beide sind nämlich schon Bayer-Aktionäre. Ich damals zum Kurs von 96 Euro circa eingestiegen, Jonathan jetzt erst kürzlich zu 87 sein Einstiegskurs. Deswegen kann es sein, dass dieses Video nicht zu 100% rational und objektiv ist, weil wir einfach selber Bayer-Aktionäre sind. Deswegen seid vorgewarnt, aber jetzt starten wir mal direkt mit dem ersten spannenden Thema. Und zwar, Jonathan, alle reden über diese Aktienübernahme, aber kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, generell, warum gibt es überhaupt Übernahmen im Börsengeschäft? Ja, im Endeffekt ist der einzige wichtige Grund, weshalb eine Übernahme gemacht wird, zumindest der Theorie nach, um den Aktionärswert zu erhöhen. Ja? Wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, ein anderes Unternehmen zu übernehmen, dann muss das Ziel davon sein, dass der Aktienkurs steigt, zumindest langfristig. Klar kann es kurzfristig mal eine Unsicherheit geben, aber das Management macht nur dann einen guten Job, wenn es eben langfristig zu steigenden Aktienkursen kommt. Und wie kommt es dadurch zu steigenden Aktienkursen? Man erhofft sich davon, sogenannte Skaleneffekte, also dass man einfach vielleicht Kosten senken kann, wenn man den Konkurrenten aufkauft und jetzt die doppelte Menge produzieren kann. Manchmal erhofft man sich Steuervorteile, manchmal erhofft man sich Vertriebsvorteile, wenn man im eigenen Vertrieb jetzt auch noch die Produkte des ehemaligen Konkurrenten mitverkaufen kann. Und man erhofft sich eben vielleicht auch einen Technologietransfer, wenn das Konkurrenzunternehmen ein Patent hatte oder ein Produktionsverfahren, was super günstige Produktion ermöglicht hat, dann möchte man die auch jetzt auf die eigenen Produkte anwenden. Und so eben für den Aktionär einen Mehrwert schaffen, der sich langfristig in steigenden Dividenden und steigendem Aktienkurs auszahlt. So viel zur Theorie. Genau, das ist auch natürlich auch ein Grund, warum es Übernahmen gibt. Da hatten wir auch als Beispiel recherchiert, zum Beispiel, dass bei General Electric und Alstom, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, zum Beispiel auch ein Steuervorteil jetzt ist, weil natürlich, wenn jetzt ein US-Konzern im Ausland Geld verdient, er ist dann wieder natürlich wieder zurück in den USA auch versteuern muss. Wenn er aber jetzt eine Fusion macht mit einem europäischen Konzern beispielsweise, dann einfach die Dividenden oder die Gewinne dort dann einfach belassen kann und dann nicht in den USA beispielsweise versteuern muss. Ein großer Grund, aber denke ich jetzt persönlich auch in Bezug auf Bayer, ist einfach der Grund, dass es auch um Marktanteil und Marktmacht generell gibt. Es gab ja vor kurzem den Merger zwischen DuPont und Dow Chemical. Ja, und gleichzeitig war ja in China auch noch was los. China hat Syngenta, das ist ein Schweizer Konkurrent, geschluckt. Ja. Und somit gibt es im Prinzip tatsächlich jetzt zwei riesige Schwergewichte in diesem Bereich. Und außer Monsanto, Bayer und BASF gibt es jetzt gar nicht mehr so viele Konzerne, die da überhaupt noch mitmischen können. Und das ist halt im Prinzip so, wenn ihr euch vorstellt, dass Unternehmen natürlich immer in Konkurrenz auch zueinander stehen. Und wenn auf einmal zwei riesige Konkurrenten auftauchen, die anderen übrigen natürlich so ein bisschen auch in Zugzwang sind, da mitzuziehen, einfach um auch noch mit denen mitzuhalten und nicht abgehängt zu werden. Deswegen denke ich mal, dass da auch natürlich so ein bisschen der Wind herweht. Aber gucken wir mal weiter. Okay, somit wären wir ja also beim ersten Schritt schon mal fertig und jetzt gucken wir uns mal den Prozess selbst einer Übernahme an. Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis, wenn ein Konzern einen riesigen anderen Konzern übernehmen will? Vielleicht kannst du uns mal ein paar Sachen dazu sagen. Ja, im Endeffekt hat dieses Unternehmen drei Möglichkeiten, den anderen Konzern zu schlucken. Entweder kauft es einfach, wie wir auch als Privataktionäre, Anteile über die Börse, muss dann aber bei gewissen Meldeschwellen, also bestimmten Schwellen, die eben den Anteilsbesitz erreichen, muss es eben diese über eine Ad-Hoc-Meldung auch veröffentlichen, sodass der Markt sehr schnell Wind bekommt von den Absichten und das auch in einem steigenden Aktienkurs enden könnte. Das hat Warren Buffett bei
Coca-Cola so gemacht, zum Beispiel als er diese Anteile gekauft hat. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, wenn es Ankeraktionäre gibt, also Aktionäre, die viele Prozent von dem Unternehmen halten, das übernommen werden soll, dass dieses Unternehmen sich direkt mit den Ankeraktionären in Verbindung setzt und dann praktisch einen privaten Vertrag macht und sagt, zu diesem Preis kaufe ich dir dieses Paket ab. Ja. Das heißt, es läuft dann gar nicht über die Börse. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es einfach ein öffentliches Übernahmeangebot an die alten Aktionäre verbreitet. Das heißt, es macht eine Meldung, sagt, ich bin bereit, so und so viel Euro oder Dollar pro Aktie zu zahlen. Wer von euch möchte dieses Angebot annehmen und bekommt dann von mir als Unternehmen Geld und gibt mir im Gegenzug die Aktien ab? Und das ist eben die Möglichkeit, die jetzt eben auch Bayer gewählt hat. Und ja, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Anfang Mai hat auf einmal die Bayer-Aktie begonnen abzusinken und die Monsanto-Aktie hat angezogen. Keiner wusste, woran liegt es. Und dann kamen erste Gerüchte im Markt auf, möchte Bayer eventuell Monsanto übernehmen? Damit kam sehr viel Unsicherheit auf. Hier gab es ein ungewolltes Leck. Normalerweise möchte das Unternehmen ja nicht, dass die Gerüchte in die Öffentlichkeit geraten. Daraufhin sah sich dann Monsanto am 18. Mai gezwungen, eine Veröffentlichung klarzumachen. Und hat gesagt, jawohl, wir befinden uns mit Bayer in Gesprächen über eine Übernahme, über eine Fusion. Und am Folgetag, am 19. Mai, kam dann Bayer auch selbst mit einer Meldung heraus. Und zwar, dass sie Gespräche mit Monsanto am Laufen haben, wie man sich zusammenschließen könnte. Das wurde einfach notwendig, weil der Bayer-Kurs in der Zwischenzeit doch sehr stark abgefallen ist. Und jetzt zuletzt, am Montag, am 23. Mai, hat Bayer dann endlich die offizielle Ad-Hoc-Meldung veröffentlicht, nämlich eine offizielle Bestätigung, dass sie für jede Monsanto-Aktie 122 US-Dollar pro Aktie zahlen möchten und eben Monsanto übernehmen möchten. Das entspricht einer Prämie von 37% zum Schlusskurs vom 9. Mai. Und das ist jetzt eben die aktuelle Situation, bei der sich eben Monsanto noch nicht geäußert hat. Ja, ja, das heißt, jetzt warten die Monsanto-Aktionäre ein Stück weit auch darauf, was sagt das Monsanto-Management zu dieser Übernahme, ist der Kurs fair oder nicht. Ja. Wichtig ist dafür auch zu wissen, dass im Endeffekt das Management zwar eine Empfehlung an seine Aktionäre ausgeben kann, aber die Entscheider sind die Aktionäre. Richtig. Das Management kann sich nie seine Kapitaleigner aussuchen. Ja. Und wenn die Aktionäre von Monsanto eben sagen, jawohl, wir finden das Angebot gut und fair und werden das größtenteils annehmen, dann wird Bayer eben die Chance bekommen, Monsanto zu übernehmen. Es gibt jetzt aber auch noch ein paar andere Szenarien, nämlich dass zum Beispiel noch ein Konkurrent wie BASF sagt, hey, Monsanto ist ja ein gutes Unternehmen, bevor Bayer die wegschluckt, möchte ich auch noch ein Übernahmeangebot veröffentlichen. Ja. Oder das Monsanto-Management sagt, ja, das ist viel zu niedrig, Bayer legt nochmal was nach und die Aktionäre von Monsanto vertrauen dem Monsanto-Management und nehmen das Angebot nicht an. Dann muss Bayer eventuell nachlegen, vielleicht 130 Dollar oder was auch immer bieten. Ja. Oder Bayer sagt natürlich, ja, wir haben schon das Maximale geboten, dann haben wir eben kein Interesse mehr zu dem Kurs. Dann haben wir eben keinen Bock, weil irgendwann, genau, ist es einfach zu teuer. Ja? Weil manche, es ist natürlich auch so, dass das Management tatsächlich eigentlich nichts zu sagen hat. Die Aktionäre können halt also, wenn sie stark genug sind und auch für ihre Rechte eintreten, sagen, uns gefällt dieser Preis wunderbar, da schlagen wir zu. Aber natürlich hat das Management schon einen Einfluss, auch bestimmt auf institutionelle Anleger und die auch in der Regel halt nach dem Management handeln. Ja? Das heißt, wenn sich das Management komplett querstellt, kann es natürlich für Bayer schwieriger werden oder auch auf jeden Fall teurer. Aber natürlich können sie sich auch sagen, gut, Pustekuchen ist uns zu teuer, dafür machen wir es dann nicht. Aber man merkt, denke ich mal schon, auch mit diesem direkten Angebot von 37% über diesen Schlusskurs vom 9. Mai, dass die es schon ziemlich ernst meinen. Ja, weil wenn jemand so einen krassen Aufschlag bietet, dann hat er in der Regel sich schon auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht und sagt das nicht einfach nur so, weil er irgendwie Lust hat, mal so ein bisschen Schach zu spielen. Das ist jedenfalls in der Regel der Fall. Ja. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir schon gut einiges über den Prozess gelernt, was da eigentlich genau vorgefallen ist und so. Und bitte bedenkt auch, dass keiner es jetzt genau weiß, wie es ausgehen wird. Das heißt, das Video heute vom 24. Mai ist sozusagen der aktuelle Stand des Unwissens. Und jetzt wollen wir aber trotzdem mal so ein bisschen darauf eingehen, Jonathan, was sind denn so die Chancen, die sich jetzt daraus ergeben für den Konzern Bayer? Aber was sind vielleicht auch die Risiken? Und da können Sie uns ja ein bisschen mal am Whiteboard was aufmalen, und damit wir das Ganze besser einordnen können. Hier auf dem Whiteboard siehst du jetzt die Chancen und Risiken, einmal für Bayer und für Monsanto. Jeweils mit dem grünen Pfeil markiert, wenn die Übernahme gelingt, und mit dem roten X markiert,
wenn die Übernahme nicht gelingen sollte. Welche Chancen und Risiken ergeben sich für die Aktionäre von Bayer AG? Als Chance ergibt sich, wenn die Übernahme gelingt, dass hier der weltgrößte Saatguthersteller entsteht. Daraus ergeben sich viele Vorteile wie Synergieeffekte und einfach Kosteneinsparungen, aber auch das Marketing wird einfacher. Eine zweite Chance, die daraus eben entsteht, ist, dass das Unternehmen besser diversifiziert ist. Denn Monsanto ist sehr stark auf dem nordamerikanischen Markt fokussiert, während Bayer vor allen Dingen in Europa aktiv ist bisher. Bessere Diversifikation. Daraus entstehen im Endeffekt dann auch größere Überschüsse und damit langfristig höhere Dividenden für die Aktionäre. Als Risiko ist hier ganz klar zu nennen, dass die Übernahme finanziert werden muss. Dies gelingt zum einen über eine Verwässerung der Aktionäre, was natürlich zuerst mal schlecht für den Aktienkurs ist, aber Aktionäre dürfen nicht vergessen, dass dadurch ja auch jetzt zwei Unternehmen ihnen gehören und nicht mehr nur noch eines. Das heißt, der Verwässerung entsteht ja ein größeres Unternehmen entgegen. Darüber hinaus muss ziemlich viel Fremdkapital aufgenommen werden, was natürlich auch wieder Zinskosten verursacht. Und die Frage ist, kann die schon jetzt verschuldete Bayer überhaupt noch so viel Fremdkapital aufnehmen? Aber der Ad-Hoc-Meldung von Bayer zufolge kann sie das. Die Banken Credit Suisse und Bank of America haben wohl zugesagt. Ja, was für Chancen bieten sich jetzt eben und für Risiken bieten sich, wenn die Übernahme gelingt? Für Bayer habe ich euch jetzt gerade gezeigt, was passiert mit der Bayer-Aktie, wenn die Übernahme nachher doch nicht gelingt oder abgeblasen wird. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass der Aktienkurs vor der Übernahme bei ca. 110 Euro oder 105 Euro stand und aktuell nur bei 85 Euro. Das heißt, wenn die Übernahme nicht gelingt, dann könnte die Aktie möglicherweise wieder auf den alten Kurs zurücksteigen. Das wäre also auch nicht mal schlecht für Aktionäre, die derzeit einsteigen möchten. Es wäre ein Upside von bis zu 30%. Der Nachteil ist eher langfristiger Art. Da sich die Konkurrenten zusammengeschlossen haben, ist Bayer nur noch ein kleiner Anbieter. Und ein kleiner Anbieter hat möglicherweise verhältnismäßig höhere Kosten. Und damit können langfristig die Dividenden und die Profitabilität von diesem Unternehmensbereich zurückgehen. So, Profitabilität. Das sind also die Chancen und Risiken für die Bayer-Aktionäre. Welche Chancen und Risiken bieten sich für die Monsanto-Aktionäre? Die Monsanto-Aktionäre profitieren ganz klar mit einem richtig, richtig dicken Kursgewinn von 122 US-Dollar, die sie für jede Monsanto-Aktie bekommen, wenn die Übernahme funktioniert. Darüber hinaus gibt es noch weitere Fantasien, sollte es noch Gegenangebote geben oder eine Erhöhung des Angebotes. Also weitere Kursfantasie. Als Risiko bietet sich für die Aktionäre von Monsanto aber auch das Risiko, dass die Übernahme nämlich doch nicht gelingt. Aber das sehen wir dann in diesem Szenario. Das heißt, Monsanto-Aktionäre haben von dieser Übernahme, wenn sie denn gelingt, keinen Nachteil, sondern eben den Vorteil, dass sie 120 Dollar, 122 Dollar je Aktie bekommen. Wenn die Übernahme nicht gelingt, haben die Monsanto-Aktionäre davon keinen kurzfristigen Vorteil. Möglicherweise gelingt langfristig eine andere, bessere Übernahme, aber allzu viele Möglichkeiten gibt es in diesem Segment gar nicht mehr. Das heißt, Monsanto-Aktionäre und welche, die es jetzt werden wollen, gehen im Endeffekt eine Wette darauf ein, dass die Übernahme gelingt. Denn gelingt die Übernahme nicht, dann verflüchtigt sich die Übernahmeprämie, die bereits im Monsanto-Aktienkurs enthalten ist. Und zwar ca. 15 Dollar je Aktie. Die Aktie kommt von 90 Dollar und steht aktuell am 24. Mai bei etwa 105 Dollar. Wenn diese Übernahme nicht gelingt, dann verflüchtigt sich diese Übernahmeprämie und darüber hinaus als langfristigen Nachteil sehen wir wieder die gleichen Nachteile wie bei Bayer. Denn Monsanto für sich allein ist ein relativ kleiner Anbieter. Ja, je nachdem, was du jetzt eben für eine Erwartung hast, ob die Übernahme gelingt oder eben nicht, kannst du dir überlegen, ob du jetzt diese Wette eben eingehst oder nicht.
Und wenn du Buy and Hold Investor bist und die Bayer-Aktien eh schon hältst, dann kannst du, denke ich mal, ganz ruhig bleiben. Denn Bayer wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Ob es Monsanto weiterhin unter eigenen, als eigene Aktiengesellschaft gibt, steht in den Sternen. Aktuell sieht es eher danach aus, dass Bayer eben Monsanto übernehmen kann. Okay, super. Da haben wir jetzt nochmal eine Einschätzung gehabt am Whiteboard. Vielen Dank dafür. Und ich denke mal, da haben wir jetzt schon ziemlich viele Infos. Jetzt ist natürlich noch spannend zu wissen, wir sind natürlich keine Anlageberater und geben hier auch nur unsere Meinung wieder. Aber ich kann euch ganz einfach sagen, was jetzt meine Strategie ist, die ich bei Bayer weiterhin verfolge. Und zwar ganz simpel, buy and hold till I'm old ist meine Strategie. Das heißt, ich suche mir meine einzelnen Aktien immer genau nach den Kriterien aus, die für mich relevant sind und mache mir das nicht leicht, einfach zu sagen, ja, ich kaufe jetzt mal die, ich kaufe jetzt mal die, ich kaufe jetzt mal die. Auch ich wusste natürlich noch nicht, damals, es war ja, ich glaube, im April oder März diesen Jahres, wo ich eingestiegen bin, wusste ich natürlich auch noch nichts über diese Übernahmegespräche von Bayer und Monsanto. Ja? Aber trotzdem werde ich diese Aktie weiterhalten. Auf lange Sicht, denke ich mal, wird sich da auf jeden Fall noch so einiges an Chancen bieten für Bayer. Wie siehst du das Ganze, dein Bayer-Investment, was wirst du jetzt damit machen? Wirst du jetzt wieder schnell abstoßen und schön prozyklisch handeln oder wirst du jetzt sagen, oh, ich kaufe jetzt nochmal nach oder wartest du erstmal ab? So, was ist so deine Strategie? Ja, ich habe als Privatanleger einfach gesehen, dass sehr viele andere Privatanleger in vielen verschiedenen Gruppen, wo die sich austauschen, sehr skeptisch waren, ja, schon bezüglich der Übernahme. Und ja, ich bin sehr gerne ein antizyklischer Investor. Das heißt, ich habe gesagt, ich nutze die Gunst der Stunde, ja, und lege mir mal ein paar Bayer-Aktien ins Depot und ich werde sie genauso wie du dann einfach, ja, für den Rest meines Lebens halten. So habe ich, ja, mir das fest vorgenommen. Ob es so kommen wird, weiß ich nicht, aber ich halte einfach von Bayer ziemlich viel. Ist ein, okay, gutes Unternehmen zu einem guten Preis und von dem her bin ich eingestiegen. Okay, und was man immer noch am Ende auch wissen muss, dass man als Investor, vor allem wenn man auch in Einzelaktien investiert, immer okay sein muss damit, wenn man mal Unrecht hat. Wenn man also jemand ist, der immer im Recht sein will oder muss, ja, dann sollte man niemals in Einzelaktien investieren, sonst wird man sich komplett davon aus der Bahn werfen lassen. Das heißt, sollte sich ein Investment, jetzt zum Beispiel dieses, für mich langfristig nicht rentieren, dann muss ich damit vollkommen gemütlich und okay sein und muss sagen, ja gut, dann hat es diesmal nicht geklappt, meine Einschätzung war eben falsch, aber ich habe ja noch 99 oder 100 andere Investments, die ich genauso auswähle und die ja auf jeden Fall auch andere Ergebnisse erzielen. Das heißt, das ist nochmal so ein Tipp für mich am Ende. So, eine Sicherheit gibt es halt nie am Aktienmarkt. Ja? Wer sozusagen da überhaupt nicht mitmischen will, sollte lieber halt einen Indexfonds auswählen. Ja, dann braucht er sich mit solchem Kram überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Aber wir wollten trotzdem mal aufklären, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie einfach unter diesem Video. Ansonsten danke dir, Jonathan. Bist ein richtig fleißiger, guter Praktikant, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Viele von euch, ach, die wussten noch gar nicht, wer ist das überhaupt. Vielleicht machen wir nochmal ein extra Video dazu. Aber ansonsten sind wir jetzt für heute fertig und würde mal sagen, rationale Grüße und ciao. Rationale Grüße. Adios.